elektrisch durch die Grafschaft. Wie funktioniert das eigentlich und wo bekomme ich den Strom für meinen Stromer her? Das will ich heute ausprobieren. Unterwegs bin ich mit Andreas Meyer von den Nordhorner Versorgungsbetrieben im elektrischen Smart-Viersitzer der NVB. Ein Elektroauto probeweise zu bekommen, das ist gar nicht so leicht in der Grafschaft. Große Autovermieter haben diese Fahrzeuge in der Region gar nicht verfügbar und die hiesigen Autohäuser haben die Stromer noch nicht massenweise vor Ort. Herr Meyer, es fährt sich jetzt wie ein normales Auto, nur man hört nichts. Man hört nichts, genau. Ja. Das Fahrgefühl ist anders. Ja. Also schön ruhig. Ich sag komfortabel und ja, macht auch Spaß, weil er ein hohes Drehmoment hat. Ist elektrisch. Heißt, der Smart kommt zügig vom Fleck. Das liegt auch am stufenlosen Getriebe. Ja, man muss ein bisschen aufpassen mit dem Gasfuß. Man muss ein bisschen aufpassen, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass das eine ganz andere Mobilitätswelt ist. In Sachen Auftanken bzw. Laden ist es schon eine andere Welt. Als Fahrer eines Elektroautos sollte man seine Reisen planen, um immer genug Strom im Akku zu haben. So, jetzt erreichen wir Wiedmarschen und hier steht eine Ladestation. Jetzt heißt es taktisch zu parken, wie beim Tanken auch wahrscheinlich, ne? Genau. Stromtanken, das ist an solchen Ladesäulen möglich. 10 davon betreiben die Versorgungsbetriebe in der Grafschaft. Dann würde ich mal sagen, geben Sie mal Saft drauf. Ja, geben Sie mal Saft drauf. Das sieht aus wie beim normalen Auto erstmal. Genau, das sieht aus wie eine normale Tanköffnung. Dahinter steckt aber halt die Steckdose. Ja. Und dann können wir eben diesen Stecker oder die Kupplung in diesen Stecker hineinstecken. So, genau. Und auf der anderen Seite genauso wahrscheinlich. Auf der anderen Seite genauso, allerdings brauchen wir natürlich einen Zugang zu dieser Station. Es ist bei uns so, dass wir mit einer Ladekarte von der NVB diese Station freischalten können. Ja. Das funktioniert an jeder Station in der Grafschaft? An allen Stationen. Jetzt stecke ich den Stecker rein. Ein bisschen Kraft braucht man, aber jetzt ist er drin. Ja. Und man hört es klacken. Anmeldung war erfolgreich. So, und jetzt sieht man, aha, es wird geladen und er zählt auch die Kilowattstunden. Ja. Wie lange würde ich jetzt brauchen, wäre jetzt der Akku hier leer? Das hängt vom Fahrzeug ab. Ne? Ja. Also wenn jetzt ein Fahrzeug, ich sage jetzt mal, der jetzt im Moment nicht, aber der ganz einfache Rechnung, er könnte 11 kW aufnehmen, ja, und diese Batterie hätte 40 Kilowattstunden, also ja, die Größe, mal 4, dann wäre der Wagen in 4 Stunden voll. Die Station kann 22 abgeben. Mhm. Okay. Ja? Also die maximale zulässige Leistung im Wechselstrombereich sind 22 kW und das geben die Stationen ab. 4 Stunden dürfte man an der Ladesäule stehen bleiben und Energie fürs Auto tanken. Die Ladestation lässt sich per Smartphone oder mit einer Karte der NVB freischalten. 8 € zahlen NVB-Kunden hierfür pauschal im Monat, egal wie oft sie laden wollen. Nicht-Kunden zahlen dafür 13 € monatlich. Wir fahren von Wiedmarschen zurück nach Nordhorn. Mit einer Ladekapazität von 80% kein Problem. Vollgeladen beträgt die Reichweite des Smarts realistisch rund 100 Kilometer. Hand aufs Herz, wie oft ist Ihnen der Saft ausgegangen in der Grafschaft? Noch nie. Denn wenn ich losfahre, weiß ich, wohin ich muss. Ja. Und im regionalen Umfeld weiß ich, wie viele Kilometer das halt sind. Und meine Erfahrungen sind, dass man sich da kaum große Gedanken machen muss, weil man stellt fest, naja, also so viele Kilometer sind es ja gar nicht, die ich eigentlich immer fahre, wenn ich regional unterwegs bin, und das sind wir in erster Linie. Da muss man sich dann plötzlich keine großen Gedanken mehr machen. Keine Gedanken machen, dass die Energie ausgeht, das fällt schwer, gerade weil die Ladezeit einige Stunden betragen kann. Die Grafschafter sollen ihre Elektroautos zukünftig vor allem zu Hause aufladen. Das ist der Plan der NVB, die spezielle Ladestationen anbietet. Die Haushaltssteckdose, die man in der Garage in der Regel vorfindet, hat nicht die optimale Leistung. Im Grunde genommen ist das schwächste oder oft das schwächste Glied in der Elektroinstallation, weil die Steckdose am weitesten von der Hausinstallation entfernt ist. Daher sollte man nachrüsten, aus Sicherheitsgründen und B, man kann natürlich mit einer Ladestation oder Wallbox erheblich höhere Leistungen transportieren und somit das Auto sicherer und schneller laden. Genau, das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel für jemanden, der eine Garage hat und sagt, ich möchte zu Hause einfach nur laden, die soll nichts Besonderes können, die soll einfach nur Strom abgeben und mein Auto aufladen. Da kann man auch eine nehmen mit einem angeschlagenen oder angeschlossenen Kabel. Mhm.
denn da kommt ja niemand dran. Und dann fahre ich das Auto rein, stecke den Stecker rein und es wird geladen. Ja. Ist es damit getan oder brauche ich jetzt noch einen anderen Starkstromanschluss oder eine besondere Leitung, die viel auskommt? Das machen wir gemeinsam mit dem Installateur. Ne? Dann schauen wir uns mit dem Elektroinstallateur die Vor-Ort-Situation an. In der Regel muss das schon nachgerüstet werden. Also hier müsste man zusätzlich investieren. Das ist so, diese Station kostet 868 Euro. Der Landkreis fördert Ladestationen im privaten Umfeld mit 250 Euro. Obwohl die Nachfrage in diesem Jahr laut Andreas Meyer deutlich angestiegen ist, wurden noch nicht viele dieser Boxen in Grafschafter Garagen installiert. Konkrete Zahlen dazu will die NVB nicht nennen. Bislang werden im Landkreis auch nur wenige Elektrofahrzeuge verkauft. Oft sind es Unternehmen, die sich die E-Autos aus Imagegründen zulegen. Privatkunden kaufen meist noch Diesel oder Benziner, sagt Händler Leander Reinhardt. Die Nachfrage ist noch etwas verhalten. Es steigt zwar etwas durch diese Umweltprämie, die gekommen ist, dadurch ist die Nachfrage nach oben gegangen, aber es hält sich immer noch in Grenzen. Ja. Also es wäre schön, wenn noch einige Interessenten mehr da wären. Renault macht ganz stark Werbung mit günstigen Leasingangeboten. Aber wenn die Kunden dann kommen und rechnen sich das genau aus, was dann noch an Kosten auf einen zukommt, wie zum Beispiel eine Batteriemiete, die bei so Fahrzeugen anfällt, ja, die um 70 Euro liegt, dann werden die Kunden immer etwas nervös. Also viele haben immer den Gedanken, ich könnte damit günstiger fahren als mit einem Benziner. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Man muss schon ein bisschen Spaß dran haben und ein bisschen Vorreiter sein wollen, wenn man so ein Elektrofahrzeug fährt. Nicht zuletzt, weil man für relativ viel Geld nur relativ wenig Auto bekommt, sind die surrenden Elektrofahrzeuge bei uns noch recht selten. Solange nur wenig von ihnen auf den Straßen unterwegs sind, bleibt jedes Elektroauto für sich ein Hingucker. Wie nehmen die Menschen das wahr? Wir haben gerade schon gesehen, so Fahrradfahrer, die hören einen ja jetzt nicht mehr wirklich. Hupen sie jetzt mehr? Ich hupe nicht mehr, aber mir fällt auf, dass die Menschen sich schon umdrehen. Ja. Also, der Wagen ist ja auch optisch auffällig und das ist auch das, was wir erzeugen wollen, dass halt es ein Hingucker wird. Ja. Und das ist es auch. Für weite Fahrten werden die meisten wohl kaum auf die Flexibilität eines klassischen Autos verzichten wollen. Vorerst könnten sich elektrische Autos in der Region als Zweitwagen etablieren. Ja, Pendler, die genau wissen, wie viele Kilometer sie am Tag zurücklegen, die können in der Grafschaft ganz gut mit einem Elektroauto unterwegs sein. Wenn sie dann wissen, dass sie zu Hause laden können oder vielleicht auch bei der Arbeit tagsüber, während sie arbeiten. Für Menschen, die mehr als 100 Kilometer am Tag zurücklegen müssen, lohnt sich das Elektroauto wahrscheinlich noch nicht. Sie werden dann vorerst auf einen Benziner oder Diesel zurückgreifen müssen.